Wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr dieses Video hier seht. Ja, ich nehme direkt im Anschluss weiter auf und wir befinden uns jetzt in Part 3 von Let's Play Resident Evil 4 Remake. Ja, beim letzten Mal haben wir kläglich darin versagt, diesen Bereich da hinten zu säubern, haben uns das sechseckige Wappen geholt und sind nochmal zum Händler spaziert, haben unsere Waffen ein wenig aufgerüstet. Mal gucken, was hier vielleicht... Ach Gott. Die leben alle wieder. Okay, das ist weniger schön. Aber vielleicht haben wir dadurch die Möglichkeit... uns noch mal ein paar Ressourcen zu suchen. Nee, das will ich nicht. Geh weg. Das will ich nicht. Da habe ich keinen Spaß dran. Nee, 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 nee. Das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Kommt da jemand hinterher? Nee, wa? Ich dachte tatsächlich, dass sie nicht wieder leben und wir jetzt den Bereich vielleicht noch mal kurz absuchen können. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Okay, hier, Maria. Tschüss, Maria. Aua. Das war dumm. Das war verdammt dumm. Warum müssen die auch so einen hohen Wirkungskreis haben, diese blöden Dinger? Mann, 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 Mann. Okay. Ich glaube, das bringt nichts. Wir gehen nochmal zurück zu dem Ding, wo wir gespeichert hatten zuletzt. Sparen uns den Weg da zurück, weil da gibt es eh nichts zu holen, außer ordentlich Pau aufs Maul. Das wollen wir nicht. Gut, das... könnte uns vor interessante Schwierigkeiten stellen. Aber wir versuchen es einfach mal. Ich stelle mich aber auch in diesem Remake ein bisschen... Ja, 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 ist ja gut. Ah Gott! Wie kann ich denn aus der Entfernung noch daneben schießen? Ich wollte doch einfach nur ein bisschen... Ich wollte doch ein bisschen schleichen. Ich wollte doch ein bisschen hier... Biestats di Bio. Nix da. Sie ist schön in diese Falle reingefallen. Das macht mich sehr, sehr glücklich. Ich erfreue mich am... Leid virtueller Gegner. Jawohl. So bin ich. Rohstoffe L. Ein Saphir. Den Saphir könnten wir natürlich gewinnbringend verkaufen. Wollen wir aber nicht. Denn wir wollen... Oh, da sind Krähen. Ah, können wir die Krähe vielleicht erschießen? Ja, und sie gibt uns Peseten. Oh, ich glaube, ich weiß, was hier jetzt kommt. Und da bin ich nicht besonders scharf drauf. Da bin ich wirklich nicht besonders scharf drauf. Wenn das passiert, was ich glaube, was passiert, dann, krakelige Notiz über Spielfiguren. Ihr Einfluss ist nicht mehr, was er mal einmal war. Zerstör die Aufziehfiguren. Diese Aristokraten verdienen keine Vergebung. Genau. Nieder mit der Aristokratie. Schickt mehr Essig an Adlasson.
Eine Perlenkette. Ach, das ist doch wunderschön. Flintenmunition. Ja, ich glaube, gleich passiert das, was ich denke, was passiert. Das heißt, wir gehen nochmal zurück zum Händler. Denn meine Befürchtung ist, dass sie gleich wieder ein Kerl mit einer Kettensäge auftaucht. Und gegen den haben wir mit unserer aktuellen Ausrüstung nicht den Hauch einer Chance. Deswegen verkaufen wir mal gerade die Perlenkette. Und eventuell noch so ein paar andere Sachen. Vielleicht können wir nochmal hier was tauschen. Nee, wir haben aber auch nichts. Was ist das? Wie haben wir diese Curiosities gekauft? Verkaufen. Ja, ich weiß, eigentlich hätten wir den Saphir auch aufheben können, aber ich überlege gerade tatsächlich, ob wir nicht vielleicht ja, da sagst du was. Ich überlege, ob wir nicht eventuell die Waffen, die wir in der Kiste haben, von unseren letzten Spieldurchgängen oder von meinen letzten Spieldurchgängen, ob wir die nicht vielleicht dafür verwenden wollen. Vielleicht mal kurz auf Nummer sicher zu gehen. Weil ich finde es schon ziemlich knackig, ne? Und ich meine, ich habe mir die Waffen ja irgendwo verdient. Andernfalls müsste ich sie verkaufen und müsste die ja aufrüsten. Bin ich ein bisschen zwiegespalten, was das angeht. Will ich sie benutzen? Eigentlich ja. Mache ich es mir damit zu einfach? Möglicherweise. Ja, jetzt beruhig dich doch mal. Ganz ruhig. Die Feuerrate könnten wir erhöhen. Und die Magazingröße natürlich. Da wir die Schrotflinte später aber sowieso eintauschen, lohnt sich das gar nicht, die so sehr aufzurüsten. Ja, eigentlich bei den ganzen Waffen ist es so, dass man die später ja sowieso eintauscht. Oder zumindest zu großen Teilen. Ich habe eine andere Idee. Wir nehmen einfach mal aus der Aufbewahrung. Senden das mal an die Aufbewahrung. Und automatisch sortieren. Und dann nehmen wir uns sowohl die Handcannon mit. Verstauen. Und dann können wir uns doch die Chicago Sweeper mitnehmen, oder? Wie geht denn das nicht? Das ist ja doof. Das ist ja doof. Ja, dann könnten wir höchstens jetzt MP-Munition. Es ist halt doof, dass man sowas dann nicht einlagern kann. Was soll's, Leute. Wir machen das jetzt einfach. Schnellzugriff dahin. Und die legen wir auf den Schnellzugriff hier hin. So. Und jetzt probieren wir es einfach mal mit der Chicago Sweeper. Da mal auf Nummer sicher zu gehen gegen den möglicherweise Kettensägen. Weil ansonsten lege ich das auch gleich wieder ab. Also das ist relativ gehopst wie gesprungen. Da waren wir ja schon. Da gibt's nichts. Nur weil wir halt hier die Schrotflintenmunition gefunden haben, gehe ich davon aus, dass wir hier dem Kettensägenmann über den Weg laufen. Und das gefällt mir nicht. Da bewegt sich irgendwo ein Käfig, wo möglicherweise irgendetwas drinne ist, was ich haben will. Ich höre das im Wind klappern. Ich höre da was im Wind klappern. Und es kommt von da. Na, aktuell sehe ich es nicht, aber vielleicht bringt es was, wenn wir auf die Karte gucken.
Da ist das Zwischenziel. Und da ist der Schatz. Das heißt, wenn wir uns umdrehen, müsste der Schatz da irgendwo sein. Da ist er doch. Okay. Ja, ich hatte recht, Leute. Der Mann mit der Kettensäge ist auf dem Weg zu uns. Ich höre es knattern. So, er ist tot. Ins Marat. Pariert. Daneben. Puh. Da haben wir aber nochmal Schwein gehabt. Ja. Uah. Aber richtig Schwein gehabt haben wir da. Nein. Warum rennst du denn immer in alle Fallen rein? Ja, ich weiß warum, weil ich nicht aufpasse. Das ist... Ja. So. Flintenmunition, das ist sehr schön. Mehr davon. Hallo? Zu Hause? Wer noch? Okay, das ist keine Falle. Will ich da rein? Muss ich nicht durch die Haupttür? Oder war das... Es riecht mir sehr nach... Ja, da ist dicht. Und hier brauchen wir wahrscheinlich einen Schlüssel, ja. Und den finden wir im Haus. Das Haus der Verdammnis. Hallo, Toilettenmensch. Ja, wir erinnern uns, der random Gegner... In der Toilette. Ey, ich hoffe, hier kommt jetzt nicht noch einer. Was steht da? Familienfoto. Endlich. Fleisch unseres Fleisches. Blut unseres Blutes. Danket unserem Herrn. Ja. Ja, das ist, sehr schön hier. Peseten. Ah, da gibt es ein Rätsel zu. Ja. Das darf ich nicht vorwegnehmen. Old photos. Sehr viele alte Fotos, ja. Dahinter ist nichts. Kleiner Schlüssel. Die kleinen Schlüssel braucht man nämlich, um diese Schubladen zu öffnen. Die überall. Oh. Ja, das ist jetzt ungünstig. Das ist sehr ungünstig. Ja, da kommt der Nachteil zu tragen, dass man hier so wenig Platz im Inventar nur noch hat. Will ich das benutzen? Ja, komm. I think that was my last one.
Warte mal, können wir nicht durch die Haupttüre, können wir die Haupttüre nicht irgendwie aufmachen? Nein, falsch. Ja. Ich weiß nur nicht, ob das unbedingt von Vorteil ist. Aber wir haben es jetzt gemacht, scheiß drauf. Bing. Ein braunes Hühnerei. Das stellt dann unsere Gesundheit auch wieder ein bisschen her. Oder wir können es auch werfen. Das ist auch schön. Mhm. Ja, hier können wir doch... Aufbewahrung. Verstauen. Und verstauen. Ja. Seht ihr? Hätten wir uns das Ganze auch sparen können. Hier liegt, glaube ich, das Rätsellösung. Getreide, Schwein und Kind. Getreide, Schwein und Kind. So, egal. Ich muss mir das angewöhnen, wieder Backup-Saves zu machen. Getreide, Schwein und Kind. Getreide, Schwein und Kind. Die Kristallkugel, die haben wir. Wundervoll. Mit der Kristallkugel. Oh Gott. Sag mal, wie viel hält der denn aus? Ah, hier. Da können wir einen Rubin uns mopsen. So. Leider kann man halt, wie gesagt, diese Rohstoffe da nicht ablegen. Und jetzt muss man das Ganze so drehen, dass diese Kugeln aussehen wie dieses Los Illuminados Symbol. Was wir auch garantiert absolut einwandfrei und fehlerfrei hinbekommen werden. Wie das ja so üblich auf diesem Channel ist. Naja, wir sind aber schon mal nah dran. Nochmal zurückdrehen. Naja. Naja, naja, naja. An den einfachsten Rätseln hier zu verzweifeln, ist stand nicht auf meiner Agenda. Aber es ist halt auch echt. Nochmal gerade zurück. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das war im alten Spiel irgendwie einfacher. Wesentlich einfacher.
Aber so weit ist es doch gar nicht davon weg. Also. Ist doch schon mal näher dran als vorher, oder? Ach Gott, ey. Jetzt sieht es wieder genauso scheiße aus. Mano. So, jetzt aber. Mal, das ist doch genau so, wie es sein soll. Das ist doch genau so, wie es sein soll. Ja, also, ich krieg's aber auch nicht anders hin hier. Also, für meine Begriffe reicht es, aber offensichtlich halt nicht für die Rätselbegriffe von Capcom. Ey, komm, so schwer kann das nicht sein. Ja, so oder was? Ich habe keine Ahnung. Oh. Auf meiner Agenda stand eigentlich nicht, hier so eine Stunde hier mit diesem scheiß Rätsel zu verbringen. So ist es. Ey. Es geht doch hier jetzt wirklich nur um Millimeter, oder? Das kann mir doch keiner erzählen, dass das jetzt nicht richtig ist. Das kann mir doch jetzt keiner erzählen, dass das nicht richtig ist. Es ist doch richtig. Leute. Muss man es jetzt spiegeln oder was? Wie genau muss das denn sein? Also, wie nah bin ich an der Lösung? Und wenn ja, könnte dieses Spiel jetzt bitte einfach diese Lösung zulassen? Komm, ey, das kann doch nicht sein jetzt. Das ist doch Verarscherei. Aha. So, so nämlich. So, was haben wir hier?
Aufzeichnung des Dorfes Band 3. Datum 10. Oktober. Das Wetter ist merkwürdig in letzter Zeit. Der Weizen verdorrt und die Kühe werden mager. Datum 8. Dezember. Erste Anzeichen einer Hungersnot. Unbestreitbar fehlen uns die Mittel, die Felder zu bestellen, aber Lord Settlers Befehle sind absolut. Datum 30. Januar. 30 Bewohner verhungert. 5 Kühe zur Schlachtung vorgesehen. Datum 11. März. Die Patriarchen haben sich für eine Auslosung versammelt. 6 weitere für Lord Settler auserwählt. Datum 8. April. 8 weitere heute. Datum 4 weitere heute. Datum 11 weitere heute. Datum 2 Ortsfremde haben sich ins Dorf verirrt. Wir haben sie für das Ritual zum Altar gebracht. Heute keine Auslosung. Ja, so ist das. Ja, im Ursprungsspiel war da mal was hinter versteckt. Insignienschlüssel. So. Oh, oh. Oh, fuck, ey. Oh, fuck. Ja, betrachte das als Warnschuss, Pater. Ich finde auch, dass er mehr was von so einem russisch-orthodoxen Priester hat, als von so einem spanischen Priester. Kapitel beendet. Ja, wundervoll. Gucken wir mal. Kapitelergebnisse. Genauigkeit. Mhm. Ja, das glaube ich nicht. Dass ich 73% Treffergenauigkeit hatte. Spiel speichern. So, da ich das ja jetzt auch angekündigt hatte, machen wir hier den alten Spielstand. Ja, möchte ich. Weiter. So. Rooster Condor 1, I've got that intel you requested on Louis Serra. It seems he used to be a researcher for Umbrella. Umbrella? Ella. I'm sending you the details. Take a look, but Baby Eagle is your priority. Copy that. Making my way to the church. Condor 1, out. Okay, Condor 1. Perfekt. Aha. Was ist das? Da kommt was. Na, die kommt nicht ganz runter. Ach, da müssen wir mit Ashley dann dran. Okay. Ja, ihn können wir leider nicht, also da können wir leider nichts dran machen. Sonst ist hier aber nichts, oder? Ist hier was im Schrank? Nee, da waren wir ja schon. Hat. Fotos und irgendwas Geschriebenes. Also nichts, was uns weiterhilft. Gut. Oder weniger gut. Wie man es auch nimmt. So, wir speichern nochmal. So, dann ist der untere jetzt immer der neue Spielstand und das obere ist dann der Spielstand, wo wir hin zurückgehen können. Wenn die Aufnahme mal irgendwie abkacken sollte oder sowas. Das hatten wir ja schon. So, haben wir hier jetzt eigentlich alles in dem Haus erledigt? Naja, nicht ganz. Auf jeden Fall gibt es hier im oberen eine Fluchtleiter und einen Schatz, offensichtlich. Den wir uns jetzt aber noch nicht holen können. Okay.
Oh. Das ist doch ein alter Bekannter hier. Hallo, Hundi. Och, du Armer. Ja, ich helfe dir. Take care of yourself, buddy. Genau, pass gut auf dich auf. Kleiner Wolfshund. So, hier haben wir natürlich nichts. Rennen einmal durch das Haus. Lalalala. Wenn wir jetzt mehr Missionen für den Händler machen, dann kriegen wir ja auch mehr von den Dingern, von den Spinels. So, das heißt, wir können dann auch irgendwann uns die Punisher dann holen. Und das dürfte gut für uns sein. Wenn die Punisher haben, dann ist das gut für uns. Oh Gott. Ja, er alarmiert seine Freunde und wir sind am Arsch. Aber wenigstens kommt hier jetzt erstmal kein Kettensägenmann. Hoffe ich. Für uns. Ich hoffe, dass hier kein Kettensägenmann kommt. Ich hoffe für uns so sehr, dass hier kein Kettensägenmann kommt. Das lohnt sich, glaube ich, nicht. Die öffnet sich nicht. Aber hier war doch eine kleine Schublade, ne? Schublade. Benutzen wir mal. Alter Kompass. Ja, den können wir mit Sicherheit gut gebrauchen. Oh, Kacke. Oh Gott. Scheiß Hunde, Alter. Hat's alle erwischt? Nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Aber ist egal, die sind beide tot. Das ist die Hauptsache. So. Das kombinieren wir, das benutzen wir. Oh Gott. Nein! Ich dachte, dass das reicht, dass wir da drunter durchkriechen können. Gut. Offensichtlich nicht. Ja! Ja, auf jetzt zu randalieren, Oma. Selber schuld. Genau. Move, bitch. Get out the way. Nee. Hasta la vista wohl eher. So, jetzt kannst du deinen Freunden Bescheid sagen. Leon ist da. Leon, der Profi, ist da. Aua. So, Leon, der Profi, ist da. Ah, jetzt können wir hier runter. Und hier finden wir nämlich was. Vorausgesetzt, das ist auf der harten Schwierigkeit nicht anders. Ah, das sieht auch schon mal gut aus. Ah, das sieht auch gut aus. Nur nicht übermütig werden.
Tür mit Insignie. In dem Haus hier sind noch... Ach, guck mal einer an. In dem Haus hier ist noch eine ganze Menge. Dann gehen wir doch gleich mal zurück. Nein! Schon wieder so eine blöde Bärenfalle. Ah, ich muss echt aufpassen, wo ich hier langlatsche. Ach Gott. Ja, Oma, Papenacker. Erste Hilfe Spray. Hier oben ist noch Pistolenmunition. In das Ding kommen wir nicht rein. Okay. Wo denn? Wo denn? Okay, außerhalb des Hauses. Vielleicht hier im Kamin? Nö. Nanu. Seidenkristall? Wo soll denn hier die... im Erdgeschoss, okay. Anscheinend. Da liegt sie doch. Nur noch zwei Schuss in der Schrotflinte. Und insgesamt 48 Schuss. So, sonst haben wir hier doch nichts. Oder? Nein, eine dämliche Bärenfalle, in die ich noch reinlaufe. Ja, danke. Danke dafür, Alblali. Danke dafür, Alblali. Ja, sonst ist hier nichts. Wie gesagt, in das Ding kommen wir jetzt hier noch nicht rein. Wir können ja schon mal erspähen, was da vielleicht ist. Darauf falle ich jetzt aber nicht rein. Ja, natürlich ist da alles abgesperrt. Wie könnte es anders sein? So, ich glaube, ich kann jetzt gerade mal was verraten. Wenn ihr diese Episode seht, dann wird... Wenn ich richtig gerechnet habe und wenn ich mich nicht komplett vertue, dann ist heute Dienstag, der 8. Oktober 2024. Im Klartext bedeutet das, heute ist die erste Folge von meinem Let's Play zu Silent Hill 2 Remake erschienen oder wird noch erscheinen. Um genau 22 Uhr. Ich nehme das hier gerade auf. In der Nacht zum Sonntag, den 6. Oktober. Das heißt, Zukunfts-Spikeyfight wird das Spiel für euch spielen und es hoffentlich genießen. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich gehörte bis jetzt zu der Fraktion, die nicht so angetan davon waren. Nachdem ich jetzt aber die ersten Reviews, also sprich 4 Tage vorher kamen die ersten Reviews und nachdem dann da schon relativ deutlich geworden ist, dass Bloober Team hier anscheinend das erste richtig, richtig gute Spiel des gesamten Studios abgeliefert haben, weil alles andere war bisher halt einfach Standard, Durchschnitt und langweilig, scheint jetzt das erste richtig gute Spiel von Bloober Team erschienen zu sein.
Und ja, ich bin mal gespannt. Auch Zukunfts-Spikeyfight ist wahrscheinlich immer noch sehr gespannt darauf, wie dieses Spiel denn sein wird. Es wird allerdings erst am Dienstag um 18 oder 19. Die Schlangen sind zurück. Ja, moin. 18 oder 19 Uhr auf Steam freigeschaltet. Deswegen weiß ich ja noch gar nicht, wie es wird, aber ich bin mal sehr gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Nachdem ich jetzt, wie gesagt, die ersten Reviews dazu schon gesehen hatte und das Spiel durchgehend eigentlich von allen Seiten nur Lob bekommt und dass sich Bloober Team da wohl nicht überhoben hat und nicht übernommen hat, freue ich mich, wie gesagt, sehr darauf. Illuminados 4.9. Schlaf selig und gedeihe, mein Kind. Wenn dein Körper deinen Kleidern entwächst, so werde deine Mutter dir neue nähen. Lass meine Mutter aus dem Spiel. Mit 7 Zentnern Weizen und einem halben Stier pro Tag bist du deiner Krippe entwachsen. Gedeihe, mein Kind, und deine Brüder und Schwester willen, um deiner Brüder und Schwester willen, die es nicht mehr können. Oh. Ja. Ich hoffe, I have something I think you like. Ja, das bin ich mir ziemlich sicher. Hast du satt, dir ständig Munition ausgeht? Hast du satt, dass dir ständig Munition ausgeht? Dann habe ich was für dich, den Bolzenwerfer. Du kannst verschossene Bolzen einsammeln und wiederverwenden. Besser kann man sein Geld gar nicht anlegen. Und vergiss nicht, dir auch die Reparatur für Bolzen, die Rezeptur für Bolzen zuzulegen, damit du deine überzähligen Messer in, du ahnst es, Bolzen verwandeln kannst. Verschwende nie wieder einen Gedanken an Munition. Und das ist noch nicht alles. Aus den Bolzen kannst du Nährungsminen als Minenaufsatz anbringen und die Waffe so quasi zum Minenwerfer umfunktionieren. Schieß sie direkt auf deine Gegner und sie explodieren auf der Stelle, schieß auf eine Oberfläche und sie werden zu Nährungsminen. Du verlierst den Bolzen, aber das ist es doch allemal wert. Das ist Gegenstand für Debatten. Ich kann ihm doch jetzt einen Vipern, glaube ich, bringen, ne? Das ist doch einer der Aufträge, genau. Ich kriege dafür 4 Spinels, das heißt, das ist dann im Endeffekt unsere Pistole. Welcome. Punisher. Got some rare things on die TMP sales, können wir kaufen, ja, sehr cool. Erstmal verkaufen. Good things on sale, stranger. Nee, die behalten wir mal. Ich glaube, den Schlüssel zur Jagdhütte. Haben wir den denn eigentlich schon verwendet? Ich bin mir nicht ganz sicher. Gut. Wir kaufen jetzt erstmal die Koffererweiterung. Die ist jetzt erstmal wichtiger. Die TMP könnte nützlich sein. Und die hier bewahren wir uns auf jeden Fall auf. Smaragd, Saphir und Rubin bewahren wir uns auf. Kaufen. Erstmal. So. Zweitens. So. Ewiges Messer könnten wir reparieren. Ich dachte, ich hätte die. Oh, wir haben dort noch ein bisschen was übrig. Okay. Why not try your hand at a new gun? Flash Grenades. Ah, den Bolzenwerfer, der ist aktuell im Angebot. Gut, komm, wir nehmen mal den Bolzenwerfer. Und ich habe keinen Lack of Skill, ich treffe nur manchmal mein Ziel nicht. Das ist ein Unterschied, ja? Das hat alles mit gar nichts zu tun. So, nämlich, Ulf.
Feuerrate oder Angriffskraft? Was nehmen wir? Knife needs care every once in a while. Could be the difference between life and death. Das habe ich gemerkt, tatsächlich. Das habe ich wirklich gemerkt. Dass das wirklich teilweise der Unterschied sein kann zwischen Leben und Tod. Ich weiß nicht, ob ich die Magazingröße vergrößern will oder ob ich die Angriffskraft erhöhen will. Ich will die Angriffskraft erhöhen. Und hier speichern wir natürlich. Können wir auch gleich mal gucken, wie lange wir schon gespielt haben. Ja. Dann sind wir ja schon ein bisschen was dabei. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Ich würde sagen, wir begeben uns hier jetzt noch zur Kirche. Was gibt's hier? Und bei der nächsten Speichergelegenheit beenden wir dann die Folge. Damit es, wie gesagt, nicht ganz so lange wird. Weil die letzte Folge war schon wieder fast eine Stunde lang, obwohl ich eigentlich kürzer aufzeichnen wollte. Ah ja. Ja, wow. Wow, 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 wow. Sieht sehr beeindruckend aus. Oh Gott! Du dumme Drecksau, Alter. Nix da. War das ein großer oder war das so ein kleiner? Ja, die Frage klären wir wann anders. Die Frage klären wir mal anders, ob das ein großer oder ein kleiner war. Oh Gott. Ich hab keine. Es ist alles zu wild. Schnellzugriff. Leute. Auch keine Minenaufsätze. So, jetzt müssen wir hier doch die Gräber mit den Insignien finden. Ich glaube, das war dieses M, das Z und dieses stilisierte V hier. Na gut, da gibt es natürlich auch noch ein paar andere, die eigentlich auch so aussehen, als könnten das sein. Nee, ich glaube, das will ich nicht. So. Damn it. Ja, Kirche hat geschlossen. Condor one to roost. The church is sealed up. And Baby Eagle? Negative. Nothing yet. But they sure do have this place locked up tight. I see. I can think of one reason they'd want to do so. Oh, she's here. That's for sure. I'll find a way in. Condor one, out. Wir finden einen Weg in die Kirche. Das. Hier standen doch normalerweise Grabschänder. Diese verräterischen Zwillinge verdienen es nicht, den Frieden zu ruhen, denn sie haben sich dem bösen Kult angeschlossen. Kann nicht irgendjemand die Wappen auf ihren Grabsteinen zerstören? Die Wappen auf den Gräbern zerstören. Jawohl, das machen wir doch. Eleganter Haarschmuck. Hier ist nichts. Boah.
Hier ist eine Karte. Störenfried von außerhalb ist nach dem Mädchen angekommen. Schließt in der Kirche und wartet auf Befehl unseres Herrn. Verschließt die Kirche und versteckt einen Schlüssel in der Höhle auf der anderen Seite des Sees. Die nur wird sich des törichten Eindringlings annehmen. Ja. Wenn das nicht ein Hinweis darauf ist, auf den El Lago. Foto von Ashley. Sperrt sie bis zur vereinbarten Zeit in der Kirche ein. Na, erstmal zerstören wir jetzt die Insignien auf den Gräbern. Machen wir jetzt einfach mal bei allen prophylaktisch. Bis jetzt kein einziger Treffer dabei. Das ist ja 2 von 2. Jawohl. Okay. Grabschänder ist abgeschlossen. Gut. Wir sind Grabschänder. Das ist wenig, das ist weniger schön, aber ja. Gibt's hier irgendwas dazu? Da gab's noch eine Leiter. Die könnten wir mal hochklettern. An alles kann ich mich tatsächlich auch nicht mehr erinnern im Remake. Aber es ist halt auch vieles gleich zu dem, wie es früher war. Ne? Also es ist, gibt jetzt nicht so riesige Unterschiede, weil es halt auch, ne, die alten Fans des Originals soll es natürlich auch nicht vom Kopf stoßen, dass sie das Original teilweise in- und auswendig kennen. So, hier haben wir eine Speichermaschine. Aufbewahrung. Puh, 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 puh. Wir sind ja gerade relativ gut aufgestellt, ne? Und das relativ setze ich in sehr, sehr große Anführungszeichen. So. Da haben wir schon auf jeden Fall unsere mindestens 30 Minuten hier voll. Ich würde sagen, wir gucken mal, was da unten noch so ist. Dann sind wir nämlich schon auf der anderen Seite. Ja, das ist ein gutes Stichwort, nochmal zurückzugehen. Und dann würde ich nämlich sagen, sehen wir uns in der... Jetzt schmeiße ich hier noch alles runter. Genau. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Resident Evil 4 Remake. Und bis dahin würde ich sagen, alles Gute und tschüss.